Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge Tramsim. Schön, dass du wieder da bist und ja, Leute, ein neues Update. Natürlich schon letzte Woche erschienen. Immer wieder freitags kommt ein neues Update und dieses Mal, Freitag, war dann auch ein Update gewesen. Ja, und dementsprechend wollen wir hier mal ganz kurz mal rüberlinsen, bevor das nächste Update nämlich rauskommt und wir hier ein bisschen hinterherhängen mit den ganzen Updates. Das ist ja nun mittlerweile Schlag auf Schlag, geht das Ganze. Hier ist aber eigentlich eine relativ coole Sache, die Tramsim hier auf jeden Fall hier abfährt, denn umso besser wird die ganze Simulation. Ihr seht schon, ja, es wurde natürlich ein bisschen was an den Repaints gemacht und dementsprechend war ja das letzte Repaint ein bisschen fehlerhaft gewesen und jetzt sehen wir es, es läuft hier super, es sieht gut aus, es ist schick, wir haben das vollständige Repaint jetzt dran. Jemand hatte gesagt gehabt, dass die Polizei 112 hier, also die Nummer 112 hier falsch ist von der Polizei. Dementsprechend, ja gut, das ist ja jetzt die Frage, von wo kommt das Repaint, ne, und alles sowas. Polizei, mehr als ein Beruf. Ah, ja. Aber wenn man sich hier mal schon mal das Outfit anguckt, dann kann das schon, ja, dann kann das schon hinkommen. Wie gesagt, dementsprechend ist aber jetzt das Ganze jetzt hier da und man kann das Ganze jetzt wieder vollständig benutzen. Das, wie gesagt, war ja nun nicht der Fall gewesen in der letzten Folge, wo wir das Ganze uns ja angeguckt hatten, war das gar fehlerhaft. Da war ja nur der erste und der zweite Wagenteil ja drin gewesen und der Rest war ja dann ohne irgendwas. So, wir werden mal abfahren, denn wir haben hier natürlich auch ein bisschen Fahrplan oder nicht Fahrplan oder doch. Genau, wollen wir mal jetzt zu dem ursprünglichen Update eigentlich kommen, welches jetzt natürlich jetzt hier erschienen ist. Und wie gesagt, unter anderem war, wie gesagt, das eins mit den Repaints gewesen. Aber es gibt natürlich auch neuen Content, Leute. Denn ja, wir haben nämlich das Weichenstelleisen mit dabei. Allerdings erst ab Level 3. Das ist natürlich super ärgerlich und finde ich, ist jetzt nicht ein geiler Schachzug, muss ich ganz ehrlich sagen, den hier ViewApp eigentlich fährt. Denn persönlich sind das wichtige Spielelemente, die man hier halt gut benutzen kann. Und wenn man eine richtige Simulation sein möchte, ja, dann kann man nicht von den Spielern erwarten, dass man unbedingt hier wirklich ein Level erreicht, welches eigentlich schon extrem weit gegriffen ist. Du erreichst Level 3 nicht innerhalb von ein, zwei Stunden, sondern du musst hier schon ein paar Fahrten hin und her machen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil wir reden hier von einer Simulation. Das ist Ganze hier allerdings ein bisschen sehr arcade-lastig. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze so seht. Dementsprechend könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu posten, was ihr davon so haltet. Aber wie gesagt, ich finde, das ist der falsche Weg. Man kann das Ganze schon eigentlich veröffentlichen, ohne dass man jetzt hier ein bestimmtes Level erreichen muss. Jetzt sitzen sie ja an dem Ibis dran, damit du mehr Funktion an dem Ibis hast. Da wollen sie es freischalten, wenn du Level 5 bist denn, oder? Das, wie gesagt, ist meiner Meinung nach falscher Weg. Dann soll man da vielleicht, entweder macht man da so einen Sandbox-Modus, ja, wo du schon von vornherein halt alles freigeschaltet hast, oder ja, man lässt den Quatsch im Allgemeinen halt einfach weg, weil wir reden hier von Simulationen und nicht von irgendeinem Spiel, was man jetzt hier rauf und runter spielt, zumal es, wie gesagt, mit einer Linie doch ein bisschen mau ist, um mal ganz ehrlich zu sein, meiner Meinung nach, aber... Wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze seht. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Fahrgäste und Passanten fliegen nicht mehr durch die Gegend. Ab und zu hat man es ja dann doch mal gesehen, dass ja so die Menschen hier relativ flink auf der Karte von A nach B gekommen sind. Und manchmal teilweise auch über Dächer geflogen sind. Also das hatten wir hier persönlich auch schon gesehen. Kollege... Und ja, dementsprechend hat man das Problem jetzt wohl auch fixen können, dass das Ganze jetzt weg ist. Also auch hier natürlich. In Richtung Raxstraße. Auch hier, wie gesagt, ein wichtiges Feature, dass die Menschen jetzt hier wieder ganz normal sich hier fortbewegen. Repaint, genau, das hatten wir ja gerade. Der Rollstuhl-Haltewunschknopf bei Tür 2 funktioniert wieder. Steht es geschrieben. Da hat wohl jemand mal getestet und mitbekommen, dass das Ganze wohl nicht funktioniert hat. Also manchmal frage ich mich, auf was ihr so alles rumdrückt. Um mal ganz ehrlich zu sein. Aber gut, ja, nur so kriegt man die Fehler natürlich dementsprechend halt auch raus, ne? Ja, also wie gesagt, das Ganze wurde jetzt auch gefixt und sollte damit der Vergangenheit angehören. Wir haben eine
neue Funktion mit enthalten, die da sagt, ja, wenn ihr Tasten doppelt belegt, bekommt ihr jetzt eine Rückmeldung, ja, dass die Taste schon belegt worden ist. Also für euch ein bisschen einfacher, die Tastenkombination jetzt anzupassen, ist natürlich auch kein Hexenwerk. Gab es natürlich schon oder gibt es natürlich in vielen anderen Spielen halt auch schon, ja, so eine Funktion. Jetzt ist hier halt auch im Tramsen drin, sodass die Tasten halt zukünftig nicht mehr doppelt belegen könnt. Also, wie gesagt, von daher, ja, haben wir das auch. So, es wäre geil, wenn wir jetzt hier das Signal noch bekommen. Ja, nimm mir die Vorfahrt. Danke. Du gleich hinterher, oder was? Hm, großartig. Ich stehe gerne auf der Kreuzung. Von wegen, Straßenbahn hat Vorfahrt, hä? Aber wenigstens bewegen sie sich jetzt und bleiben jetzt nicht einfach mittendrin stehen, ja? Also das war ja super lästig. So, geht gleich weiter. Viel ist allerdings nicht mehr. In Richtung Praterstern. Wir haben dann noch eine Level-Up-Anzeige, wurde jetzt hinzugefügt. Also das bedeutet, solltet ihr jetzt im Level aufsteigen, wird euch das jetzt gezeigt innerhalb des Spiels. Ja, scheinbar war es vorher nicht der Fall gewesen. Das ist eigentlich ein Stern, der dann da sich da dreht und da eine Zahl drin steht und euch praktisch zeigt, ihr seid jetzt Level 2 zum Beispiel. Ja, so ist bei uns jetzt der Fall. Wir sind jetzt Level 2 und dementsprechend, ja, ist das Ganze jetzt auch mit da drin und ihr könnt euch jetzt ergötzen da dran, wenn ihr ein Level aufsteigt. Sonst wurden noch mal ein bisschen was an der Karte verändert. Unter anderem die Vorsignale wurden noch mal komplett überarbeitet. Wahrscheinlich da der Ampelschaltung noch mal geschuldet, weil manchmal ist es doch extrem kurz. Ja, also da hast du echt kaum Zeit irgendwie zu reagieren. Ja, dann springt die Ampel halt einfach schon um. Und das, wie gesagt, wurde jetzt korrigiert. Hat man sich auch nochmal reingesetzt. Löblich. Wie gesagt, da war jetzt zum Beispiel rot, siehst du, obwohl wir rübergefahren sind. War mir jetzt aber ein bisschen egal. Hier musst du schon echt aufpassen hier. Damit sie dir nicht in die Karre fahren hier. So, ja, dann wurden dann nochmal die KI angepasst hier. Zum Beispiel, hier steht noch jemand auf der Bank. Aber die Raditzki hier, Dings hier, das ist jetzt Hetzgasse hier. Gerade am Raditzki-Platz, da gibt es ja scheinbar viele, viele Probleme. Genau, es bleiben jetzt wieder Autos stehen an der Oper und an der Franz-Josef. Kai-Marienbrücke und am Schottenring, da hat man das Ganze jetzt auch nochmal angepasst, dass der KI-Verkehr da jetzt auch stehen bleibt. Und dann hat man sich hier nochmal an sämtliche Ampelschaltungen rangesetzt, ja, damit auch hier das Ganze richtig funktioniert. Ja, das war so im Groben und Ganzen das neue Update. Ich habe allerdings schon gehört, mitbekommen, dass einige tatsächlich seit dem letzten Update Probleme haben mit Tramsim, denn es scheint wohl in der Performance eingebrochen worden zu sein. Ja. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin auf der Suche gegangen, denn ich habe dieses ganze Video schon mal abgedreht und habe das Video gelöscht, weil das eine mega schlechte Performance hatte. Und ich dachte mir so, what the fuck? Bei mir läuft das flüssig, ja? Aber in der Aufnahme ruckelt das. Aber das war nicht nur so ein leichtes Ruckeln, ja, so wie wir hier ab und zu mal so einen kurzen Mini-Hänger haben oder sowas, sondern es hat geruckelt. Ja, die Bilder standen dann praktisch so eine Dia-Show, ja. Und ich dachte mir so, what the fuck ist das, ja? Und ich bin nicht drauf gekommen gleich am Anfang. Ich habe dann in den Einstellungen geguckt, ich habe in den Einstellungen bei OBS geguckt. Also ich habe halt überall in den Einstellungen geguckt und ich bin beinahe wahnsinnig geworden, weil ich konnte mir das halt persönlich nicht erklären, warum auf einmal die Performance in der Aufnahme so super, super doll geruckelt hatte. Ich die Auflösung und also die Einstellung geändert auf minimalste. Ja, das war das immer noch so gewesen. Und wie gesagt, ich konnte mir das nicht erklären und war dann auch ein bisschen überrascht gewesen, dass ich da halt so wenig Leute halt gemeldet haben, dass sie da Performance-Probleme haben oder sonstiges.
Ja, bis ich dann in der zweiten Aufnahme, wo ich das dann nochmal aufgenommen hatte und das gleiche Problem exakt wieder da war, drauf gekommen bin, eventuell dachte mir so, in den Optionen steht bei mir 1920x1080, ja, aber der Monitor hat ein 4K-Bild ausgegeben. Wie kann sowas sein? Ja? Dementsprechend habe ich das Ganze dann nochmal umgeschaltet, das Ganze nochmal in Fenstermodus und dann wieder Vollbildmodus 1080p und zack, Performance war wieder da gewesen. Also hier ist scheinbar ein Problem, dass er diese ganzen Einstellungen doch nicht speichert. Er speichert sie zwar indirekt halt als Text, er speichert sie aber nicht in dem, was er eigentlich machen soll, was er speichern soll halt. Wie gesagt, das ist mir jetzt persönlich halt aufgefallen. Vielleicht, wenn ihr jetzt seit neuestem auch Probleme habt und ihr habt eventuell einen 4K-Monitor, schaut nochmal bei euch in den Einstellungen rein, ob da halt wirklich 1080p drin steht. Und wenn, dann schaltet einfach nochmal um. Ja, macht einfach nochmal eine niedrige Auflösung und dann geht er einfach nochmal auf 1080p. Mich würde mal interessieren, ob dann der Fehler bei euch weg ist. Und ihr denn zukünftig denn halt keine Probleme mehr habt. Denn. Weil das ist mir aufgefallen und das ist tatsächlich innerhalb der Folge ist mir das Ganze erst aufgefallen. Und das ist mega, 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 mega anstrengend. Und ich weiß nicht, warum ViewApp es nicht schafft, die Einstellung zu speichern. Was ist denn daran so schwer, dass er wirklich diese Einstellung speichert? Ich meine, seit dem letzten Mal, wo ich das Ganze jetzt eingestellt habe und jetzt bei der Aufnahme, da war es jetzt richtig. Da hat er es auch scheinbar wirklich gespeichert gehabt. Ich habe das trotzdem extra nochmal neu eingestellt, aber so von der ganzen Auflösung, Bildschirm hat auch 1080p ausgegeben. Also da stimmte dann alles, ja. Ich habe das Ganze trotzdem nochmal einfach gespeichert gehabt und nur um sicher zu sehen, dass diesmal in dieser Aufnahme jetzt hier mal wirklich alles perfekt ist und alles stimmt, ja. Dass die Performance hier gut ist, außer jetzt hier gerade im Wald. Ja, hier im Wald ist Katastrophe, aber das ist gar nichts dagegen von dem, was ich hatte, okay. Also von der Performance her, das ist das hier extrem harmlos hier, ja, was ihr hier seht. Aber wie gesagt, also das war halt schon mega, mega lästig und ich kann es mir nicht erklären, wieso, weshalb, da, warum sowas denn passiert. Wie gesagt, weil du gehst ins Hauptmenü, guckst halt rein, ja, und du siehst da, okay, es ist 1080p, okay, dann gehst du halt davon aus, dass es 1080p ist. Aber dadurch, dass es halt so massiv geruckelt hat, musste ich natürlich meine Software erstmal wieder benutzen hier, die so ein bisschen was kontrolliert und alles sowas. Ja, da gibt es eine spezielle Software für. Und, genau, der hat mir dann ausgegeben, dass das Ganze dann halt ein 4K ausgibt. Und da wirst du natürlich stutzig, um den Fehler dann erstmal zu finden, um erstmal da das Ganze zu kontrollieren. Und ja, dementsprechend, jetzt läuft's wieder. Ja, jetzt habe ich wieder eine Fehlermeldung mehr jetzt hier abgearbeitet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, so langsam wird's echt lästig. Ja, also ich weiß es nicht, warum Tramsen es irgendwie von einem Patch in den nächsten Patch den einen Fehler beseitigt und den neuen dazu holt. Ich meine, das ist halt ein Lauf eines Entwicklungsprozesses, wo das Ganze halt einfach passiert. Ja, das ist dann halt einfach, das passiert. Aber irgendwann wird es tatsächlich echt, echt anstrengend, ja. Wenn du dann halt jedes Mal wieder auf einen neuen Fehler stößt und der dir das Ganze so praktisch, ja, so immer so ein bisschen niederreißt dann halt alles, ja. Also, ist, wie gesagt, meine Meinung nach, ich weiß nicht, wie viel Geduld ihr so habt, wie viel ihr jetzt zum Beispiel sagt, so, na, hätten wir warten können hier, der Release von Tramsen und so weiter und so fort. Ich meine, da können wir uns jetzt hier hinsetzen und können uns jetzt eine riesen Diskussion jetzt hier veranstalten, aber es bringt ja im Endeffekt nichts. Tramsen ist jetzt da und nun müssen wir halt auch mit diesen Fehlern leben und hoffen einfach, dass irgendwann Tramsen fertig ist und keine Fehler mehr so vorweisen kann und man dann eventuell anfängt, dann neuen Content für den Tramsen natürlich zu kreieren, wenn es natürlich soweit erstmal das Hauptprogramm fertig sitzt. Ja, aber so viel zu diesem ganzen Update, ja, also wie gesagt, solltet ihr Probleme haben mit der Performance von Tramsen, schaut wie gesagt nach, also betrifft natürlich nur Leute, die einen höher aufgelösten Monitor haben als ein 1080p, wie gesagt, schaut da einfach mal rein, wie gesagt, das könnte schon eine der Ursachen sein, warum eventuell das Ganze halt, ja, bei euch vielleicht jetzt ein bisschen schlechter läuft, seit dem letzten Update, aber sonst, ja, müsst ihr vielleicht doch nochmal in den Einstellungen reingehen. Das mit dem,
Mit dem weichen Stelleisen finde ich persönlich sehr schade, dass man sich hier das Ganze hier drauf legt, dass man hier unbedingt das Spiel spielt. Und ich bin jetzt kein Freund, der jetzt eine Strecke jetzt rauf und runter fährt und wieder rauf und wieder runter. Denn meine Zeit ist auch ein bisschen kostbar tatsächlich. Ich habe Familie, ich gehe arbeiten. Es gibt weitaus andere Simulatoren. Gerade jetzt im Dezember kommt ein DLC nach dem anderen raus für den anderen Simulator. Und da möchte man natürlich da und auch gerne die Zeit investieren und sich jetzt nicht so auf eine Linie fixieren, wo es nicht mal wirklich Wetterungen gibt. Deswegen passt dieses Video eigentlich auch gar nicht aktuell gerade hier rein, denn ja, wir haben keinen Schnee. Wir gehen einfach davon aus, es ist hier arschkalt gerade, minus 20 Grad, die Leute frieren sich einen ab, ja, und wir sitzen hier in unserer warmen Straßenbahn. So gehen wir am besten jetzt hier ran und raus aus dem Video. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und ja, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!